war gerade richtig überfordert mit meinem Leben, sorry. My money don't jiggle jiggle, it folds. I like to see you wiggle wiggle, for sure. It makes me wanna dribble dribble, you know. Riding in my Fiat, you really have to see it. 6'2" in a compact. So, wir sind jetzt hier beim Nikolas. Nikolas ist quasi bei uns der Werkstattleiter. Moin. Moin. Ja, du hast einfach mal so dein Stadtradl mitgebracht, deine Stadtschüssel. Yes. Erzähl mal ein bisschen was zum Bike. Tja, das Rad soll nicht schön aussehen, es soll funktionieren. Das war so, also ich habe es erstmal vorab komplett aufgebaut. Ne? Also das ist jetzt nichts von der Stange. Über die Jahre sammelt sich halt immer so ein Teilestapel an und den schuster ich dann zusammen zu einem Stadtrad. Und hier habe ich natürlich die besten Teile genommen, die ich noch hatte. Und habe mir da ein Rad aufgebaut, wo ich halt an nichts denken muss. Ne? Wo ich ein festes Licht dran habe, Schutzbleche, Gepäckträger vorne, hinten. Gerade vorne liebe ich das, wenn ich da einen Korb dran habe. Da schmeiße ich einfach meine Sachen rein, brauche keinen Rucksack. Ja, und ich fahre das jetzt jeden Tag seit einer Weile. Mal zur Erklärung, du hast halt kein Auto mehr. Ja, mein Auto ist kaputt und ich habe es verkaufen müssen, aber jetzt habe ich halt ein Fahrrad. Und zumindest in der Stadt komme ich mit dem schneller an die Arbeit als mit einem Auto und spart eine Menge Geld. Ne? Dann lass uns doch mal so von vorne hin durchgehen. Was hast du denn jetzt hier so Teile dran? Ich meine, ich sehe eine überdimensionierte Shimano Saint noch dran, ja. XT, die Ohrenarben, so grundlegend. Was hast du denn hier so alles verbaut? Das Beste vom Besten halt. Ne, nee, Zeug, wo ich halt weiß, dass es hält und funktioniert. Ist jetzt nichts Wildes dran. Da ist ein 3x10 Antrieb mit irgendeiner Kurbel, die ich noch hatte. Einem XT-Schaltwerk, aber das ist auch wurscht. Wenn das gut eingestellt ist, läuft auch ein Deore. Bei den Bremsen wollte ich unbedingt auf eine Scheibenbremse, weil ich Felgenbremse nicht so prickelnd finde. Da hatte ich noch eine Shimano Saint. Ist eigentlich für einen Downhill-Sport geeignet. Eignet sich aber auf dem Stadtrad genauso gut. Dann hatte ich noch eine Beleuchtung. Angeschlossen an Nabendynamo, sodass ich das nicht immer aufladen muss, sondern einfach losfahren kann. Was habe ich noch? Hier dein Laufradsatz, DT Swiss Felge? Ja, das sind DT 535er. Das ist jetzt nichts super Teures, das ist eine ganz normale Trekkingfelge. Ist jetzt auch für Felgenbremse eigentlich ausgelegt. Ich fahre jetzt aber Scheibe damit. Der Rahmen kann theoretisch auch V-Brakes fahren, aber das funktioniert halt trotzdem. Das heißt quasi, du hast wirklich das Rad vom Rahmen auf Lager. Also ich sehe es ja, du hast komplett entlackt einmal, neues Lager reingepumpt. Ich weiß, wo du so ein paar Teile noch bestellt hast, wo du sagst, das brauche ich noch. Laufradsatz komplett neu eingespeicht. Logisch, ja klar. Das macht, klar, das am schönsten. Also hast du schon was, also hast du vorher Gedanken gemacht über das Rad? Naja, ich habe ja immer so einen Kompromiss gemacht aus Teilen, die ich habe, Teilen, die ich gerne hätte. Ein paar Sachen habe ich auch gekauft, es geht nicht anders. Und habe das dann halt so, wo ich halt weiß, wie gesagt, wie es funktioniert, wie es lange hält, zusammengebaut. So, jetzt kommen wir mal zum Finalen. Also ich meine, du hast jetzt so einen UVP-Preis, ist schwierig zu machen. Was hast du so grob für die ganze Kiste jetzt bezahlt? Arbeitswerte mal rausgenommen, es ist ja, wenn du es privat machst. Also was ich jetzt noch gekauft habe, dafür maximal 200 Euro. Der Wert von dem Rad, wenn du jetzt nur von UVP-Preisen ausgehst, 6, 7, 800. Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, so 800, 900 Euro für eine Stadtschüssel ist schon okay. Vor allen Dingen unverwüstbar. Was willst du mit dem Ding kaputt kriegen? Es wurde sogar schon mal versucht zu klauen. Kann der Matti mal drauf filmen. Komm mal her, Kollege. Vielleicht meldet sich da. Komm mal her. Hier, guck mal hier. Hier, fette Beulen im Rahmen. Hatte ich mal ein Arbus Bordeaux dran. Das hat auch gehalten. Hat jemand versucht aufzubiegen. Jetzt habe ich kein Schloss mehr dran, weil es drinnen steht. Aber es fährt immer noch. Also so geil aufgebaut, dass es selbst geklaut werden will. Ja, ich hatte es mal draußen stehen und hatte das Schloss einmal hier ums Oberrohr und dann hat jemand so einen Pfosten genommen, ne, die, wo man das Fahrrad anschließt, rausgenommen und versucht aufzuhebeln. Hat aber gehalten. Ja, alles klar. Nikolas, dann vielleicht sehen wir dich dann noch mit dem anderen Bike irgendwie nochmal. Mit deinem Megatower, was wir da noch gucken können. Jo, danke dir für deine Zeit und ja, wenn euch das Videoformat gefällt, gerne mal unseren YouTube-Kanal abonnieren. Schreibt gerne mal Kommentare. Ich finde ganz ehrlich, das Format lebt davon, nicht nur Downhill-Buden zu zeigen, sondern auch mal gern sowas. Also wenn euch das gefällt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich würde gerne die komplette Reihe Bandbreite Räder durchgehen. Hoffe, das gefällt euch auf jeden Fall auf. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran. Ja, wir müssen jetzt weiterarbeiten. So ist es. Alles klar. Hau rein. Danke. Ciao, ciao. So, ich habe jetzt tatsächlich mal, weil ich es gerade hier habe, mein eigenes Dirtbike rausgekramt. Wir haben hier jetzt mein Specialized P3 von 2020, 2021.
Ich habe das Rad komplett neu gekauft. Ich glaube, lag irgendwie so knapp bei 1000 Euro, also roundabout 1000 Euro. Und habe das dann eigentlich komplett umgebaut. Die Gabel hat mir nicht so zugesagt. Da habe ich dann eine RockShox Pike DJ eingebaut in Silber. Genau, die hat ungefähr, also die kostet normalerweise um die 1000 Euro. Also klar, ein bisschen günstiger gibt es auch irgendwo anders, aber so roundabout 980 Euro kostet die Gabel ungefähr. Dann habe ich dann noch die Reifen umgetauscht von Maxxis. Ich habe vorne den Econ und hinten den DTH drauf. War eigentlich eine gute Mischung, die quasi so im Slopestyle gefahren wird. Ich bin überhaupt kein Dirtbiker, ich kann null Slopestyle fahren, aber ich hatte einfach Bock, mir so ein Dirtbike aufzubauen. Genau, da habe ich noch vom Kollegen einen Chromac-Vorbau und einen Chromac-Lenker bekommen. Habe mir dann einzeln nochmal eine Chromac-Topcap bestellt und die Grip-On-Griffe von Chromac. Laufradsatz ist soweit erstmal geblieben. Die Kette habe ich tatsächlich noch getauscht auf eine, ja, die alte hat mir nicht so gefallen. Genau, Decals habe ich tatsächlich abgemacht. Hier waren so goldene Specialized Decals drauf, fand ich furchtbar, habe ich deswegen einfach abgemacht. Genau, Bremse hatte ich noch nachgerüstet. Ich habe hier einfach eine ungelabelte Shimano 4-Kolbenbremse dran. Eigentlich, muss ich ehrlich sagen, ist ein bisschen überdimensioniert. Wir hatten aber zu der Zeit nichts anderes da und jetzt ist es einfach drauf geblieben. Genau, Chromac-Sattel in Braun fand ich ganz cool, habe ich jetzt noch drauf gemacht. Raceface Chester-Pedal, ich hatte vorher die Crank Brothers Stem 7 drauf. Habe ich jetzt aber erstmal auf meinen Enduro geschraubt. Genau, soweit habe ich jetzt nichts mehr gerne. Die Kurbel ist tatsächlich noch original, der Laufradsatz ist noch original. Obendrauf habe ich einfach mal ein bisschen Rahmenschutzfolie und unten drauf gepackt. Hätte ich mir eigentlich auch sparen können, aber ich habe es irgendwie einfach mal Bock gehabt drauf zu haben und ein bisschen Schutz. Deswegen habe ich das jetzt einfach mal drauf gelassen. Joa, preislich sind wir, glaube ich, hier ungefähr so bei 2.100 Euro ungefähr. Also wenn man jetzt die Gabel UVP nimmt und den Rahmen, also das ganze Bike, bin ich ungefähr bei 2.000 mit den ganzen Anbauteilen. Wie gesagt, die Chromac-Teile bis auf den Sattel und den Topcap habe ich gebraucht gekauft vom Kumpel. Ich denke mal so 2.100, 2.200 Euro sind man jetzt hier Gesamtwert. Wiederverkaufswert ist beim Dirtbike natürlich immer so ein bisschen weniger. Ich denke mal so, dass ich es vielleicht für 1,8 verkaufen könnte, je nachdem, ob es halt jemand haben möchte oder nicht. Genau, das ist mein Specialized P3 und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. So, frisch aus Steinach hier jetzt eingetroffen, unsere Teamfahrerin Julia. Grüß dich. Moin. So, du hast hier deine Rennmaschine mitgebracht. Rennerprobt. Erzähl uns ein bisschen was über das Bike. Also ich habe hier meinen Specialized Demo Expert von 2020. Sachen, die ich daran geändert habe, ist einmal die RockShox Boxer Ultimate. Wollen wir mal sagen, war eine Regler, ne? Ja, kann man so sagen. Ich hatte ein bisschen Pech am Anfang, ein bisschen Startschwierigkeiten, aber jetzt ist es alles so, wie ich es mir erträumen könnte. Dann haben wir die Magura MT7 Raceline mit den HC3-Griffen. Und natürlich Tubeless, 29er, Coil-Dämpfer. Ja. Also quasi alles, was erstmal so... Ich meine, Dämpfer ist standardmäßig drin. Was hast du denn hier, den Vivid? Oder? Ja. Ganz normaler. Reifenmix. Ich sehe Michelin. Ihr könnt euch in den Kommentaren gerne wieder über meine Aussprache aufregen. Überhaupt kein Ding. Also quasi eine Michelin-Michelin-Maxxis-Mischung. Warum? Das ist jetzt notgedrungen noch aus Steinach, weil da haben wir ziemlich viel Schiefer auf der Strecke und das ist einfach mit Schlammreifen vorne besser und stabiler, damit ich mir möglichst nicht so viele Platten fahre. Hinten Maxxis und damit bin ich jetzt eigentlich auch echt zufrieden für das Rennen gewesen. Decals, was hast du, also man sieht, das ist ein bisschen Custom. Was hast du denn jetzt alles noch, ich weiß noch, Lenker hast du mal getauscht? Ja genau, ich habe Title-Vorbau und Lenker und dann noch Custom ein paar Decals in Oil Slick. Machst du die selber oder? Ja, ich habe einen Plotter und dann wird immer mal das gemacht, worauf ich gerade Lust habe. Wird richtig einer weggeplottert. Ja, ist echt praktisch. Jo, gut. Ich sehe auch die Makov Tubeless Ventile hast du drauf. Normaler Roval Alu oder Carbonlaufradsatz? Alu, weil ist stabiler, hält bei meiner Fahrweise vielleicht ein bisschen länger. Ja, und damit. Wrap-Off überlebt? Ja, auf jeden Fall. Und nee, damit bin ich echt gut aufgehoben. Es hält alles aus.
wenn du jetzt mal so zusammenrechnen würdest, was du jetzt alles so in die Karre gepumpt hast, wo man sagt, okay, grober Wert, gut, klar, Raceline gesponsert gekriegt, nicht bezahlt, aber wenn du so grob vom Wert jetzt redest, wo liegen wir jetzt hier? Also nicht, was du bezahlt hast, aber so, was für einen Wert haben wir ungefähr hier vorne stehen? Boah, schwierig. Ich würde sagen, so um die 5.000 Euro. In dem Zustand, ja, könnte man, also klar, die Ultimate kostet, glaube ich, 1.100. Ja, ein bisschen mehr, ja. 1.300? Ich glaube 1,2, 1,3, ja. Ja gut, wenn man das dann überlegt, das Rad an sich kostet, glaube ich, auch 5, 6. Ja. Wenn du es neu kaufst. Ja, wenn ich es neu kaufe. Gut. Raceline, ja, schwierig, weil da ja, gibt es keinen richtigen Preis für die. Ja. Ich weiß auf jeden Fall, dass die Dynamic Eskil Edition sehr teuer waren. Gut, das sind jetzt die Raceline-Teamfahrer-Geschichten mit den HC3-Hebel Standard schon. Joa, Maxxis-Reifen, ja, ich wäre auf jeden Fall bei dir so 5,5 ungefähr, kann man rechnen. Gibt es noch irgendwas, was du tauschen würdest? Oder hast du noch irgendwas geplant, was du jetzt ändern möchtest am Rad? Also, das ist nur eine Kleinigkeit, aber die Pedalen sind noch von meinem ersten Downhiller und von denen konnte ich mich bis jetzt nicht trennen. Aber das ist auf jeden Fall das, was in naher Zukunft noch ansteht. Muss man in kurzer Weise auch dazu sagen, als Julia da war, wir haben die ganze Zeit gesagt, oh, geile Karre ja. Und so, ne? Aber die Pedale kannst du echt mal tauschen. Die sind so runtergerockt. Ich meine, ja. Die sind cool und die funktionieren schon, aber die sind halt einfach fertig. Es fehlen halt schon die Hälfte der Pins, aber ich konnte mich bis jetzt einfach nicht. Ich sehe welche Baumarktmuttern, die. Das filmen wir nachher mal, in welchem Zustand. Alter, die schon klingen. Hört mal hin. Alter. Julia. Ja. Was sagen Sie dazu? Es funktioniert. Joa, also ihr seht auch, die Rennfahrer-Profis ist nicht immer alles neu und glänzt, sondern es kann auch mal ein bisschen used sein. Wir gucken gleich mal nach ein paar neuen Pedalen, oder? Alles klar, machen wir. Jo, wir sehen uns beim nächsten Video. Wenn euch das Video gefallen hat oder generell das Format geil findet, schreibt uns gerne mal in die Kommentare. Abonniert Julia auf Instagram, verlinkt mal alles. Supportet die auf jeden Fall beim Rennfahren, macht mal ordentlich Lärm und so. Und genau, wir sehen uns beim nächsten Bike. Haut rein. Ciao.